sein. Zusammen. Hallo. Wir stehen in Kelheim, das haben vielleicht die einen oder anderen schon bemerkt, an der Befreiungshalle. Und wo liegt Kelheim? Kelheim liegt in Bayern und zwar am Ende der Altmühl. Hier müsste die Altmühl in die Donau münden und der Rhein-Main-Donau-Kanal mündet in die Donau. Und in der Nähe ist das jetzt, oder genau hier. Das ist Kelheim, wo wir sind. Genau, in Kelheim, ja, weil du jetzt vom Donaukanal da geredet hast. Okay, ja. Und wir wollen euch jetzt ein paar Impressionen zur Befreiungshalle zeigen und natürlich wollen wir auch ein bisschen was dazu erklären. Ja, Befreiungshalle, von was sind wir befreit worden? Wir sind befreit worden von Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts und zwar bei der Völkerschlacht von Leipzig. Das haben wir schon mal erklärt, die Zusammenhänge. Wir blenden das einmal ein, wo da oben. Ja, egal wo, das sehen die Leute. Ja. Leipzig, Völkerschlacht und Völkerschlachtdenkmal. Und dazu wurde diese Befreiungshalle von dem bayerischen König Ludwig I. gebaut. Ja. Der König Ludwig I., das war der Großvater von Ludwig II., dem Märchenkönig, der Schloss Neuschwanstein gebaut hat. Mhm. Und dann sich im Starnberger See entweder ermordet wurde oder sich umgebracht hat. Das weiß man nicht so genau. Ja, also das liegt ja alles im Dunkeln, aber das ist ja jetzt nicht Sache von hier. Nein, aber das gehört dazu. Ja. Okay. So, diese Befreiungshalle wurde für die Befreiungskriege von Napoleon, aber nur für den ersten, nämlich bei der Völkerschlacht von Leipzig. Napoleon war ja damit noch nicht geschlagen. Er ist ja dann nach Elba gegangen, kam zurück und vernichten wurde er erst bei Waterloo geschlagen, wo er dann nach St. Helena gekommen ist. Und weil Ludwig I. an der Seite der Preußen die Völkerschlacht von Leipzig gewonnen hat, deswegen hat er dann diese Halle bauen lassen. Mhm. Ja. Und die ganze Koalition hat mitgeholfen, dass das siegt. Die Großbritannien waren dabei, die Preußen waren dabei, die Bayern waren dabei, die Österreicher waren dabei. Die einzigen, die nicht dabei waren, das waren die Sachsen. Die haben nämlich an der Seite von Napoleon gekämpft. Okay. Und die Schweizer. Ja, okay, aber das reicht, oder? Wenn ihr noch Fragen habt dazu, ich habe mir auch die Broschüre gekauft, das war noch nicht durchgelesen, aber ich kann euch dann auch noch einiges erklären dazu. Ja, also stellt Fragen, damit er die Broschüre überhaupt durchliest. Und das Exemplar, die hat 1,50 gekostet, die Ursi hat geschimpft. Ja, weil er immer solche Sachen kauft und dann liegt es auf dem Stapel. Also jetzt kommt mit rein in die Halle, wir haben Karten gekauft und ihr dürft mit rein, aber bitte Mundschutz anlegen, ja? Ja, also hier, wir haben ihn dabei, müssen wir jetzt gleich anlegen und ich hoffe, da drin ist etwas wärmer, weil erstaunlicherweise ist nämlich viel kälter als angesagt. Ja, genau. Also. Aber jetzt gehen wir rein. Genau. So wie das ausschaut, sind hier auch die einzelnen Stationen
aufgeführt, die zur Absetzung Napoleons geführt haben. Also das endet hier mit dem Treffen von Straßburg und der Schlacht von Waterloo. Dann schauen wir mal, wie das anfängt. Jawohl, da trifft. Also das macht mir so den Eindruck, ohne ich, dass ich jetzt die ganzen Stationen kenne, aber das sind immer die Treffen und dann die Schlachten aufgeführt, die dazu geführt haben, dass der Napoleon vernichtend geschlagen wurde und Mitteleuropa von ihm befreit wurde, Mittel- und Osteuropa von ihm befreit wurde. Und da haben wir die Völkerschlacht von Leipzig. Waterloo und Leipzig, das waren die entscheidenden Schlachten. So, und ich muss wieder mich bedecken und weiter gucken. Geschichte kann auch anstrengend sein. 165 Stufen hoch und wir brauchen jetzt Sauerstoff. Also, bei aller Liebe, aber überall kann man diesen verdammten Mundschutz nicht tragen. Man wird für die Anstrengung entschädigt, ja. Für einen schönen Ausblick rund um die Befreiungshalle, ja. Und natürlich dann in die Innenhalle. Ja, das ist natürlich bombastisch, was wir damals alles wieder geleistet und gebaut haben. Ist schon sehr sehenswert, oder? Ja. Ja. Und sobald wir jetzt wieder bei Luft sind, Sauerstoff getankt haben, geht es noch ein kleines Stückchen höher. Ja. Ich glaube, da gibt es nochmal eine Galerie, oder? Oder ist ja, das, also das wollen wir jetzt zwei, mal sehen. Zwei oder drei in den Galerien sein, das müsste dann ganz oben sein. Also, wir zeigen es euch, bleibt einfach sitzen. Ja, genau. Wir laufen. Wir müssen jetzt erstmal Luft schnappen und dann geht es weiter. Ihr könnt euch gemütlich zurücksetzen. Warte, wenn du so lachst, wackelst bestimmt. Ja, ist klar. Also ganz ruhig bleiben. Ja, aber nicht lächeln. Lächeln, aber nicht ernst, lachen. Ernst. Jetzt komm, weiter geht's. So, hier der Rundumblick. Und wenn ich das richtig beurteile, ist es da unten der Rhein-Main-Donau-Kanal mit seiner letzten Schleuse. Aber da müssen wir uns nochmal genau kundig machen. Da ist die Ossi mit Maske. Die etwas falsch sitzt. So, und jetzt weiß ich es genau. Also das ist die Schleuse vom Rhein-Main-Donau-Kanal. Und der Rhein-Main-Donau-Kanal, der mündet in die Donau bei Kelheim, die Altmühl zwar auch, aber die fließt schon ab Dietfurt, fließt die Altmühl schon im Bett des Rhein-Main-Donau-Kanals. Okay, dann wissen wir das jetzt auch ganz genau. Dann ist das jetzt auch einmal geklärt, ja. So, hier natürlich einen gigantischen Ausblick nochmal auf die ganze Halle. Und da im Mitteltal, das sind die ganzen Namen, die ich hier an, das sind die Feldherren, deren Namen da stehen. Von Preußen, Österreich, Braunschweig, Württemberg. Die haben alle an der Seite der Bayern gekämpft gegen Napoleon. Thank you.
So, wie ihr gesehen habt, wir sitzen hier an der Donau bei Kelheim. Ganz gemütlich und die Sonne scheint, obwohl es ist noch kein weiß-blauer Himmel, noch kein bayerischer Himmel. Aber die Sonne kommt. Ja, sie kommt und geht. Und die Donau hat hier eine ordentliche Strömung, denn die kommt hier direkt aus dem Donaudurchbruch. Zu dem wir ja jetzt hinradeln wollen. Richtig. Und das ist eine Engstelle hier bei Kelheim, wo die Donau eben dann besonders mit besonders starker Strömung durchfließt und auch eine besonders tiefe Stelle ist. Und nach dem Donaudurchbruch von Kelheim aus gesehen, kommt dann Kloster Weldenburg. Ja, aber das liegt ja auf der anderen Seite von Richtig, der Donau jetzt hier da und sollte es eine Fähre geben, mit der man rüberfahren kann. Aber ob wir so weit fahren, das werden wir jetzt dann sehen. ja. Also hier sind auf jeden Fall Menschenmassen unterwegs. Es ist Pfingstsonntag und es ist vielleicht nicht der optimale Tag für so einen Ausflug. Ja, aber halt alle Leute wollen raus, gell? Ja. Und das bietet sich einfach auch an vom Wetter. Ja, ist ja auch hier eine sehr schöne Stelle Deutschlands. Ja. Also So, wir fahren jetzt weiter, würde wir ich packen es sagen, gell? jetzt. Jetzt haben wir genug ausgeruht, ja. Ja, richtig schön. Eigentlich könnten wir es ja noch eine Weile genießen, aber dann kommen wir ja nie an. Ja, wir müssen ja. Ihr wollt ja was sehen. Oh, nicht nur, ja, ich will es auch sehen. Also, dann geht's los. Ja. So, das ist also jetzt der bekannte Donaudurchbruch bei Kelheim. Ist eigentlich nicht so spektakulär, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh Gott, die Erwartungshaltung von der Ossi. Ja, Schön ist manchmal. es, wunderschön ist es hier und es lohnt sich hierher zu fahren, vor allen Dingen, wenn jetzt Leute unterwegs sind. Die sind wahrscheinlich immer unterwegs. Das ist übrigens kein Durchbruch, habe ich gelesen. Der Rhein war vor, der Der Rhein, Rhein, die die Donau Donau. war vor 150 Millionen Jahren breite Fläche her und die Felsen sind dann im Bohr gekommen, ja? Sind die gewachsen, Ja, sozusagen. wo der Regen ein bisschen drauf plätschert hat, oder wie? Schon wieder. So habe ich das nachgelesen. Ihr könnt es selber nachlesen, ja. Und dadurch hat sich diese Engstelle ergeben, wo natürlich die Donau eine ordentliche Fließgeschwindigkeit hat und das Wasser auch sehr tief ist. Ja, und das ist die Strecke nach Kloster Weldenburg. Da fahren dann auch die Schiffe durch. Ja, es kommt ja auch gerade schon Ja. wieder Und der eins. Fahrradweg ist hier zu Ende. Wenn wir jetzt noch weiterfahren wollen, dann müssen wir schauen, wie wir uns da weiter durchschlagen. Das beobachten wir jetzt einfach mal. Also hier so schaut er aus, der Durchbruch. Und so schaut die Ossi aus. Ja, mich hat man schon x-mal gesehen. Nichts Neues. Und von da hinten kommt das Schiff. Ja, wenn es nicht zu weit weg ist, oder? Wie meinst du es jetzt zum Einfangen? Ja, dass man Das, ich das denke, das dann. haben wir gesehen. Aha, Und okay. wenn man es nicht gesehen hat, dann machen wir euch ein Bild rein. Genau. So, und da kommt aus dem Durchbruch gerade ein Schiff heraus, die Weldenburg. Da sieht man schon, die fährt mit einer anderen Geschwindigkeit als das Schiff, was entgegenkommt. Denn die Strömung ist ja hier schon ganz schön stark.
Natürlich ist die Drohne komplett die Akkus geladen und natürlich haben wir die Drohne dabei. Und wir hatten auch vor, mit der Drohne durch den Durchbruch durchzufliegen, um euch die schönsten Bilder zu zeigen. Und jetzt muss ich hier an dieser Stelle mich mal bei allen bedanken, die immer zuschauen und auch bei allen, die das alles immer kritisch beobachten und mir immer sagen, was ich darf und was ich nicht darf und wenn ich wieder was falsch gemacht habe. Also in diesem Fall braucht ihr mich nicht kritisieren, denn das ist hier ein Naturschutzgebiet. Da darf keine Drohne geflogen werden, das weiß sogar ich. Ja? Und ich lasse auch keine fliegen. Ja? Nein. Diese Schelte holen wir uns nicht ein. Und den Verstoß machen wir natürlich auch nicht. Also vorbildliches Verhalten von Ossi und Helle wieder einmal. Ja? Wenn es ihr nicht sagt, müssen es wir sagen. So, und wir wollen jetzt mit dem Fahrrad nach Weltenburg fahren. Da muss man ein bisschen weg von der Donau, durch den Wald durch. Und es geht so steil hoch, ich kriege jetzt sogar Luft. Ja. Da muss ich wieder Schieben anfangen und die Ossi fährt dann wieder lockerflockig an mir vorbei. Nee. Naja, so ganz lockerflockig auch nicht. Und das geht hier ganz schön steil hoch. Das haben uns jetzt auch Radfahrer gerade erzählt, dass es noch steiler wird. Und da haben wir gesagt, okay, wir drehen um und fahren jetzt einfach nach Kelheim. Das müssen wir uns nicht geben. Nein, und schauen uns jetzt das Kelheim an, oder? Wir fahren zurück und zeigen Ihnen ein bisschen was von Kelheim. Ja, genau, das schauen wir uns jetzt an. Ist doch auch okay, oder? Ich denke ja. Danke fürs Verständnis. Und da haben sie den Ludwig den Ersten auch ein Denkmal gesetzt. Gestorben ist er 1868. Und den Ludwig haben die Kelheimer auch einiges zu verdanken. Befreiungshalle und auch, dass der Donauausbruch so, Donausdurchbruch so zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Das hat er schon veranlasst. So, und da sieht man die Wasserstände der Donau, 1819, 1789 und es geht dann bis ganz dann auf. Also wer in der Donau wohnt, der muss schon was aushalten und was vertragen können. Also wir sind jetzt hier im ältesten Brauhaus, im ältesten Weißbierbrauhaus Deutschlands. Nein, Bayerns. Bayerns, okay. Schneiderweiße, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass die hierher kommen. Nein, siehst du, da wieder eine Bildungslücke gefüllt. Natürlich komme ich mit der Ossi nicht dran vorbei. Nein, obwohl, ich trinke ja gar kein Bier. Ja, nachdem die Ossi kein Bier trinken, muss halt ich hier Schneiderweiße trinken. Ja. Und wir grüßen an dieser Stelle Olli und Manu, die wahrscheinlich auch schon mal hier war, denn das kennen die alle. Auch die Hände. Das verfolgt einem, ja. Stehen wir hier am Rhein-Main-Donau-Kanal, Ex-Altmühl. Also da ist Altmühl und Rhein-Main-Donau-Kanal vereint und es geht nicht mehr weit so, dann mündet der Rhein-Main-Donau-Kanal in die Donau.
Das war ein Schupfverband. Ganz schön nun, ja. Und da sieht man auch, dass die Schleusen ziemlich groß sind. Mhm. Am Neckar würde sowas gar nicht durchpassen. Ja, nee, natürlich nicht. Sieht gut aus. Ja, aber die schöne Altmühle ist dahin. Ja, hier auf dem Stück, oder? Ja. Weiter vor. Ja. Das ist wohl die längste Holzbrücke der Welt. Europas, sagt die Ursi. Und da gehen wir jetzt drüber, Ursi.